Alkohol. Ein kulturelles Genussmittel oder eine gefährliche Droge? Wird Marihuana demnächst im Falle der Legalisierung genauso etabliert und verharmlost und zugleich fester Bestandteil der Jugendkultur? Werfen wir einen Blick darauf, wie unsere Jugend damit umgeht. Von Alkohol hat jeder schon mal gehört. Aber was genau ist Alkohol? Alkohol ist eine Flüssigkeit, welche durch eine sogenannte Gärung entsteht. Bei der Einnahme agiert Alkohol als Zellgift, welches sich negativ auf die Organe im Körper auswirkt. Trotzdem ist es in Deutschland legal, schon mit 14 Jahren in Begleitung eines Personensorgeberechtigten Alkohol zu konsumieren. Um ein besseres Bild vom aktuellen Alkoholkonsum bei Jugendlichen zu bekommen, haben wir verschiedene Leute zu diesem Thema befragt. Also ich konsumiere nichts selber. Meine Eltern trinken hin und wieder Alkohol und auch meine Freunde ein bisschen. Also ich trinke gelegentlich Alkohol, wenn wir mal rausgehen, abends feiern oder wenn wir mit Freunden essen, dann trinke ich gerne zum Essen mal ein Glas Wein, aber auch nicht mehr. Also ich persönlich konnte jetzt noch keine Folgen feststellen, da ich, wie gesagt, nur in Maßen trinke. Aber es gibt ja Studien, die eben besagen, dass der häufige Konsum von Alkohol dem Körper schadet. Um genau zu sein, kann es beim regelmäßigen Alkoholkonsum zu Lebererkrankungen, Schädigungen des Gehirns, Krebserkrankungen, Bluthochdruck, Herzmuskelerkrankungen, Persönlichkeitsveränderungen, Impotenz und Übergewicht und viele mehr kommen. Ja, es ist hier auf der Neckarwiese, geht es mal ziemlich bunt zu, wenn Abi-Feiern sind und sowas. Da tun sich Jugendliche nichts Gutes damit, wenn sie dann volltrunken auf der Wiese rumliegen. Gut, zurzeit ist es zu beobachten, dass der Alkoholkonsum bei Jugendlichen eher zunimmt. Das ist auch dem geschuldet. Es gibt ja verschiedene, früher hat es Bier gegeben, nur Bier, Exportpilz, und heute gibt es ja auch die ganzen Shots. Ja, ich denke auch, dass gerade in Gruppen, mit denen unterwegs sind, ja, dass sie mehr Alkohol konsumieren. Ja, es wird auch immer so ein bisschen von der Gesellschaft verlangt, hey, hast du Lust, was zu trinken? Oder hey, hier zum Anstoßen. Also es hat sich definitiv verändert. Genau dieser Gruppenzwang, der durch die Verharmlosung von Alkohol entsteht, ist ein wichtiger Aspekt in Betracht auf andere Drogen wie zum Beispiel Cannabis. Denn in der heutigen Jugendkultur ist nicht nur Alkohol ein großes Thema, sondern auch Marihuana. Aber was ist Marihuana? Unter Marihuana versteht man die kleinen getrockneten, zerriebenen Blätter, Stängel und Blüten der weiblichen Cannabispflanze. Diese hat eine hohe Konzentration von THC, CBD und anderen sogenannten Cannabinoiden, weshalb Marihuana als Rauschgift klassifiziert ist. Im Gegensatz zum Alkohol ist in Deutschland der Besitz von Marihuana illegal. Dies soll sich aber bald ändern. Die Ampelkoalition hat im November 2021 festgelegt, dass die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften legalisiert werden soll. Bundesjustizminister Markus Buschmann geht davon aus, dass die Legalisierung bis zum Frühjahr 2023 umgesetzt sein wird. Ja, Befürwortung. Ich denke, ich stehe positiv dazu, weil ich denke, dass man sowieso Zugang zu Marihuana hat, wenn man ihn möchte. Und ich denke, dass man damit auch irgendwie viel Missbrauch verhindern könnte, wenn man es kontrolliert verkaufen und abgeben würde. Doch steht uns eine Verharmlosung von Cannabis bei Jugendlichen bevor? Eine Studie aus 2018 der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigt, dass der starke Alkoholkonsum von 12- bis 17-Jährigen seit 2004 zurückgegangen ist und auch die Anzahl an Jugendlichen, die schon mal Alkohol konsumiert haben, zurückgeht. Hingegen dazu steigt der Cannabiskonsum bei Jugendlichen in der Altersgruppe weiter an. Auch wenn der Alkoholkonsum aktuell noch höher als der Cannabiskonsum ist, stellt sich die Frage, wie stark der Marihuana-Verbrauch nach der Legalisierung ansteigt und welche Folgen dies mit sich bringt. Wenn man es regelmäßig konsumiert, dann berichten manche, dass man ein bisschen antriebsloser wird. Bei Jugendlichen soll es auch die Pubertät nach hinten verschieben. Und bei hohem Konsum kann es dann auch zu Psychosen führen. Zu den Folgen eines regelmäßigen Cannabiskonsums gehören die Beeinträchtigung der Konzentration, Aufmerksamkeit, Lernfähigkeit und Lungenfunktion,
die Entwicklung von Angststörungen, einer Depression oder einer bipolaren Störung und das insgesamt erhöhte Risiko, an einer Psychose oder Krebs zu erkranken. Im Gegensatz zu THC hat CBD keine berauschende Wirkung und macht daher nicht süchtig. Sogenannte CBD-Öle werden immer beliebter, da ihnen eine schmerzlindernde und beruhigende Wirkung nachgesagt wird. CBD-Produkte können online oder in CBD-Shops erworben werden. In Heidelberg gibt es den Body Mind Free Shop. Ja, hi, ich bin der Fabian Brandt und ich arbeite hier in Heidelberg in der Unteren Straße im Essenz-Body-Mind-Free-Shop. Wir sind ein Shop für CBD-Produkte und generell Naturheilmittel, würde ich sagen. Das ist so unser Steckenpferd-Thema. Na gut, ich kann natürlich nur stellvertretend für den CBD-Konsum sprechen. Da sieht man, würde ich sagen, einen deutlichen Anstieg und eine deutlich höhere Toleranz. Ja, ich denke auch, dass gerade in Gruppen, mit denen unterwegs sind, ja, dass sie mehr Alkohol konsumieren. Ich bin nicht unter Druck gesetzt. Meine Freunde nehmen manchmal Gras, aber zwingen mich auch nicht dazu und nicht. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Also der aktuelle Umgang mit Gras, paar Freunde, also in meinem Bekanntenkreis, konsumieren es, aber es sind jetzt nicht übermäßig viele. Also Alkohol ist ja sehr normalisiert in der Gesellschaft, es gehört schon fast dazu, abends mal was trinken zu gehen, ein Bier in der Kneipe oder so. Und deswegen ist so ein kultureller Druck da, aber mein Freundeskreis respektiert meine Entscheidung nicht zu trinken, deswegen habe ich damit keine Probleme. Aus den Erfahrungen der Jugendlichen kann man schließen, dass der Konsum von Alkohol allgemein sehr verharmlost wird und auch schon ein fester Bestandteil unserer Kultur ist, worin anhand der schlimmen Schäden, die diese Droge verursachen kann, ein ernstes Problem besteht. Auch der Konsum von Cannabis ist in der Jugendkultur bereits verbreitet. Dabei stellt sich nun die Frage, wie sich die eventuell bevorstehende Cannabis-Legalisierung auf das Konsumverhalten auswirkt. Möglicherweise könnte diese dazu führen, dass die Hemmschwelle, Marihuana zu konsumieren, sinkt. Das ist besonders schlimm, da Cannabiskonsum vor allem in jungen Jahren schwerwiegende Folgen mit sich ziehen kann. Glücklicherweise gaben mehr Jugendliche als erwartet an, nicht oder wenig Drogen zu konsumieren. Darüber hinaus scheint das Problem des Gruppenzwangs weniger vorhanden zu sein. Jedoch kann man feststellen, dass es sich bei dem Konsum von Alkohol eher um kulturellen Zwang handelt, der auf Jugendliche ausgewirkt wird. Kreis, erzählen Sie mal, wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Projekt durchzuführen? Naja, die Frage ist ja, wie kann man Leben in die Schule bringen? Und da dachten wir, naja, über so einen Workshop mit Education. Erzählen Sie mir mal, was macht ihr hier gerade? Wir werden jetzt Fragen für unsere, weil wir das Drehbuch werden Fragen rausfinden, dann werden wir stellen. Wir müssen jetzt ganz krass so absprechen mit so was für Themen machen. Ah, okay. Das ganz crazy. Denkt ihr, ihr seid der Aufgabe gewachsen? Denkt ihr, ihr seid der Aufgabe gewachsen? Sehr schön. Okay, jetzt sind wir durch. Okay. Okay, wollt ihr uns ein bisschen erzählen, was ihr so bei Licht machen müsst? Wir sind seit das ist Licht. Was? Hallo, ich bin Jamie, 15 Jahre alt, gehe aufs Höhle in die Gymnasium. Jamie, ein paar Fragen zum Alkoholkonsum. Ja, das ist ein bisschen.